Ich mache mir da eigentlich keine Sorgen, dass die Leute plötzlich aufhören, die Art von Information, wie wir sie bieten, nachzufragen. Im Gegenteil, sehe ich so, dass die Süddeutsche Zeitung heute mit weit mehr als 1 Million Lesern der gedruckten Ausgabe, weit mehr als 1,5 Millionen Nutzern der Website, die größte Reichweite ihrer Geschichte hat. Der Qualitätsjournalismus ist gefragt, wie selten zuvor. Ich glaube, es wird sehr schwierig sein für die kleinen journalistischen Marken, die deutlich stärker in die Nischen gedrängt werden. Und das ist, glaube ich, das Wesentliche. Die Leute suchen in einer immer komplexeren Informationsgesellschaft, in der es viele, viele Kanäle und Dialogräume gibt, viele Möglichkeiten gibt, an Informationen zu kommen, glaube ich, schon in einem gewissen Maße nach Stabilitätsankern. Und Medienmarken, nicht Zeitungen, Sender oder sowas, sondern nein, Medienmarken als Marken werden dabei sehr, sehr wichtig werden, wenn sie es richtig anstellen. Was inzwischen alle, sage ich mal, unter 40, nicht mehr völlig selbstverständlich bereit sind zu tun, ist für Informationen zu zahlen. Information gegen Geld ist etwas, was ein Luxusgut allmählich wird. So eine Art Manufaktum-Journalismus. Ich glaube, in 10 Jahren wird man das viel stärker sagen. Es gibt ihn noch, den guten Journalismus. So eine Haltung wird viel stärker prägend für alle Bezahlansätze sein. Und Service. Das ist die zweite große Ebene, wo, glaube ich, Leute bereit sind, dafür zu zahlen, auch in der Generation unter 40. Ansonsten sehe ich, dass der Leser verlernt hat, der junge Leser verlernt hat, dass Information Geld wert ist. Das ist was, was mich schon umtreibt, weil ich nicht glaube, dass es klug ist, dauerhaft nur auf Anzeigenfinanzierung von Journalismus zu setzen. Dafür haben wir in den vergangenen 10 Jahren ebenfalls erlebt, dass sich Anzeigenmärkte sehr, sehr stark und sehr schnell wandeln können. Das ist keine dauerhafte, solide, nachhaltige Finanzierung von Journalismus. Deswegen würde ich mir wünschen, dass der Leser wieder lernt, Informationen wertzuschätzen im ganz eigentlichen Sinne dieses Wortes. Online First ist eigentlich die einzige plausible Zukunftsstrategie, wenn man wahrgenommen werden will im digitalen Raum. Ich sollte versuchen, die Deutungshoheit im digitalen Raum zu bekommen, mit meiner Analyse, mit meiner Kommentierung eines Ereignisses. Ich sollte sicher auch versuchen, wenn ich ein Ereignis als erster Kenntnis erlange, dieses dann meinen Bericht als erstes in den Raum zu stellen. Es das heißt sicher nicht, lass uns eine politische Agenda formulieren, die heißt Online First und alles darauf trimmen, weil das ignoriert das. In einem Verlag wie diesem, in dem ich arbeite, Print schon auch immer noch ein sehr wichtiges Produkt ist, das einen gewissen geschützten Raum braucht. Das Wesentliche, was Journalisten wieder lernen müssen, ist Neugier. Neugier auf eine Neudefinition ihres Berufs oder auf eine Umdefinition ihres Berufs. Das ist das Wesentliche, was in größeren Teilen des Journalismus heute fehlt. Also auf diese Medienrevolution zu reagieren mit, schauen wir mal, dass wir möglichst da bleiben, wo wir sind und der Bestand nicht gefährdet ist. Wenn man mit dieser Haltung da rangeht, dann wird der Bestand gefährdet sein. Das kann man sagen. Das ist die Erfahrung aus den vergangenen 10 Jahren mit zwei großen Medienkrisen. Wenn wir aus diesen beiden großen Medienkrisen was lernen wollen, dann, dass wir die dritte nur dadurch verhindern können, indem wir umdenken, indem wir uns dieser neuen Zukunft öffnen, indem wir uns neuen Zielgruppen öffnen, die ganz anders Medien rezipieren, als wir es vor 10 Jahren alle gewohnt waren. Wir eigentlich wissen wir, was wir tun müssen. Und das ist neugierig sein auf die neue Informationsgesellschaft. Für mich ist es klar, dass wir als Journalisten für die Freiheit des Wortes und des Bildes eintreten müssen. Und damit ist es für mich klar, dass wir auch in der oft sehr schmalbrüstig geführten deutschen netzpolitischen Debatte ganz klar Stellung dafür ergreifen müssen, dass unsere Austragsmittel nicht beschnitten werden.